Thema heute ist der Erbschein und zwar die Kosten des Erbscheins und die Fragestellung, ob es sich für euch lohnt, den Erbschein zu beantragen oder ob ihr ihn vielleicht gar nicht braucht. Hallo, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Oliver Abel, ich bin Rechtsanwalt in der Kanzlei KGK in Köln-Rodenkirchen und ich bearbeite hier im Schwerpunkt das erbrechtliche Dezernat. Mein Thema heute ist der Erbschein und da die Kosten des Erbscheines. Eine Fragestellung, die immer wieder an uns herangetragen wird, da glaube ich sehr häufig falsche Vorstellungen, insbesondere im Hinblick auf die Kosten eines Erbscheins existieren. Grob ist es erstmal die Fragestellung, ob ich in meinem Falle überhaupt, wenn ich Erbe geworden bin, einen Erbschein benötige. Und da lässt sich diese Angelegenheit in den allermeisten Fällen halt wirtschaftlich beantworten. Das heißt, wenn ich einen Nachlass habe, der sich im Kleinstbereich, im Kleinbereich abspielt, ich habe keine Korrespondenz mit Banken, ich habe insbesondere keine Immobilien, die im Nachlass sind, dann lässt sich sehr häufig schon sagen, dass der Erbschein gar nicht notwendig ist. Ihr braucht ihn nicht. Der umgekehrte Fall, es ist ein sehr werthaltiger Nachlass vorhanden, es sind Immobilien vorhanden und auch möglicherweise vertragliche Gestaltungen, die ihr vornehmen müsst, auch gegenüber Banken, Kreditinstituten, die dann häufig einen Erbschein verlangen. Dann werdet ihr um den Erbschein nicht herumkommen ab einem bestimmten Punkt und dann macht es auch Sinn und ist auch vorgeschrieben, dass ihr es tut. Die Sorge, die ihr damit dann meistens verbindet, ist, oh Gott, jetzt habe ich geerbt und jetzt muss ich den Erbschein beantragen und jetzt verliere ich ja den größten Teil, denn ein Erbschein ist ja immer teuer. Das kann ich so nicht bestätigen, insbesondere ist das ganz streng auch vorgegeben durch Tabellenwerk, durch die Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare. Regelmäßig beantragt ihr den Erbschein beim zuständigen Nachlassgericht und da wird natürlich genau hereingeschaut, was ist denn jetzt überhaupt in eurem Nachlass, welcher Wert ist vorhanden und grundsätzlich bemessen sich die Kosten für den Erbschein nach dem Wert des Nachlasses. Und um euch das mal vor Augen zu führen, wie hoch sie konkret sind, gehen wir mal hypothetisch davon aus, dass der Nachlass einen Wert von 1.000 Euro hat. Dann benötigt ihr nach der Vorschrift über die Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare grundsätzlich zwei Gebühren, und zwar einmal den Antrag auf den Erbschein und einmal, dass ihr versichert, was zum Nachlass gehört. Beides löst eine Gebühr nach dieser Vorschrift aus. Und jetzt bei einem Nachlass von 1.000 Euro ist eine Gebühr 19 Euro stark. Was bedeutet, wenn diese zwei Gebühren anfallen, hättet ihr Kosten für einen Erbschein bei einem Nachlass in Höhe von 1.000 Euro in Höhe von 38 Euro. Ist die Frage, ob ihr ihn dann überhaupt braucht bei 1.000 Euro. Wenn wir uns anschauen, was die Kosten des Erbscheins sind bei einem Nachlass von 10.000 Euro, also ein mittlerer bis immer noch relativ überschaubarer kleiner Nachlass, dann wäre diese Gebühr nicht mehr 19 Euro, sondern 75 Euro, wenn zwei anfallen, also 150 Euro für einen Nachlass für 10.000 Euro. Und jetzt bilden wir mal einen hohen Nachlass ab, wo die hohen Nachlässe anfangen. 100.000 Euro, dort beträgt die Gebühr 273 Euro, was dann bedeuten würde bei zwei Gebühren 546 Euro. Und ihr seht, dass die Kosten des Erbscheins nicht linear ansteigen, sondern sie flachen sich ganz maßgeblich ab. Das bedeutet, prozentual ist bei einem Nachlass von 100.000 Euro sind die Kosten weitaus geringer als bei einem kleinen Nachlass. Ich denke auch, dass wenn der Nachlass so werthaltig ist, wird sich die Fragestellung da verbieten, wenn er notwendig ist, ob ich es aufgrund der Kosten mache oder nicht. Das lässt sich sicherlich in der Hinsicht, was die Kosten betrifft, abdecken und ich denke, dass die Entscheidung dahin gehen sollte, das natürlich dann auch zu tun, gerade weil, wie gesagt, die hohen Nachlässe regelmäßig auch Handlungen nach sich ziehen, wo der Erbschein notwendig ist. Für euren konkreten Fall schaut auf unsere Internetseite, die ihr unten eingeblendet seht. Wir haben da so ein paar Rechenbeispiele nochmal aufgeführt für euch und wenn ihr betroffen seid und Fragen zum Erbschein habt, gerne natürlich auch hier im persönlichen Gespräch in der Kanzlei. Ich bedanke mich für euer Interesse und bis bald.